Moinson, meine Freunde, willkommen zur Gothic 2. Und ja, wir stehen hier vor Quahotron und der hat ein paar nette Fragen an uns. Um weiterzukommen, muss man die halt richtig beantworten. Ich verstehe dich von selbst. Vorher war man ja so genial und konnte noch nicht mal ihn verstehen, weil ich nicht mehr gewusst habe, dass man die Sprache der Bauer lernt. Zumindest Sprache der Bauer. Bauer, ja. Bauer, genau. Wissen muss. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sprechen mal mit Quahotron. Stelle deine Fragen. Ich bin Quahotron, der alte Kriegsherr von Jakendar. Du hast mich erweckt. Welche Kaste von Jakendar ist es, der du angehörst? Ja, da soll man sich nicht gleich ganz auf sich beziehen. Man hat ihn erweckt, also ist man ein Totenwächter, weil nur die Totenwächter haben sich damit ausgekannt. Die Totenwächter. Die Fähigkeiten eines Totenwächters hätten es dir ermöglicht, mich zu erwecken. Das ist wahr. Wenn du wirklich der bist, der du vorgibst zu sein, wirst du alle meine Fragen beantworten können. Bis auf eine. Ja. Wer schützte einst das Volk von Jakendar vor feindlichen Angriffen? Da ist ein bisschen Denken dabei. Heiler, die heilen nur. Die Krieger schon eher. Priester, die machen irgendwas anderes. Totenwächter, die kennen sich halt mit Toten aus und Gelehrten, das sind auch. Da passt nur die Kriegerkaste. Die Kriegerkaste. Wer kann mir einen direkten Befehl erteilen? Das ist schon mal schwieriger, da drauf zu kommen. Aber glücklicherweise habe ich es mir nochmal angeguckt. Und das sind die Priester. Die Priester. Ich weiß gar nicht, ob... Wer ist schuld an dem Übel, das über uns gekommen ist? Ja. Ich weiß gar nicht mal, wo man die Informationen da so genau herkriegt. Aber, ja, im Internet findet man ja jetzt alles. Und ich weiß nicht, durch die Steintafeln oder so... Aber mir war das nachher immer so blöd. Ich habe immer gleich im Internet geguckt, wenn ich es nicht mal wusste. Und, wer ist schuld? Das ist die Kriegerkaste wieder. Die Kriegerkaste. Wer hat das letzte Wort im Rat der Fünf? Das Mieste ist ja, der gibt, macht ja, sagt ja keinen Kommentar zu dem, was man beantwortet hat. Erst zum Schluss erfahrt man, ob man alles richtig beantwortet hat. Das ist sehr nett, dass man alles erst beantworten darf. Und wenn da eins falsch ist, tja, Pech gehabt. Und, ja, Gelehrten müssten das sein. Die Gelehrten. Wer lindert das Leid und versorgt die Kranken? Das sind jetzt die Heiler. Die Heiler. Wer hat das Portal verschlossen, um die Welt vor dem Bösen zu schützen? Und das ist jetzt die eine Frage, was man nicht wissen kann, wenn ich jetzt nicht irgendwas durcheinander gebracht habe. Ich weiß es nicht. Gut, ich vertraue dir. Ha, richtig. Ich werde dir meine Hilfe gewähren. Das ist schön. Jetzt hör mal zu, Meister. Ein ganz übler Bursche hat sich Zugang zum Tempel Adanos verschafft. Wenn du mich nicht gleich in den Tempel lässt, ist es vielleicht schon zu spät. Und es geht hier alles den Bach runter. Das kann nicht sein. Der hohe Priester Cardimon und ich sind die einzigen in Jakendar, die wissen, wie man das Eingangstor zum Tempel Adanos öffnet. Tja, dann wird wohl dein Kumpel Cardimon geplaudert haben. Ich sage dir, das Tor war offen. Ich habe es selbst gesehen. Nun, es liegt Wahrheit in deiner Stimme. Ich werde nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Na endlich. Wollte auch Zeit. Ich auch hoffen. So nimm denn das Losungswort. Es steht auf dieser Steintafel. Sage die Worte am verschlossenen Tor des Tempels und es wird sich öffnen. Was? Meine Zeit ist abgelaufen. Schon halb tot ist gut. Der ist nur ein Geist. Doch bedenke, hüte dich vor den Kammern Adanos. Sonst ist es dein sicherer Tod. Ach ja. Was ist mit den Kammern? Meine Kräfte schwinden. Leb wohl. Wir sehen uns wieder im Reich der Toten.
Ach ja, das ist ein... Ah, jetzt ist er doch weg. Schöner Schrei. Hast mir schon wieder Angst angejagt. Naja. Okay. Also nur ein loses Wort. Brauchen wir, um den Tempel zu öffnen. Ja, wenn man das weiß, ist es einfach. Aber wenn nicht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Steintafeln des Quahotrons. Schön, der Schlüssel zum Tempel Adanos. Was Jehetra Jakanta. Aha, das sind die Worte. Alles klar. Jetzt kehren wir erstmal zum Sataros zurück. Und dann sehen wir weiter. Bei dem Tempel Adanos, da darf man ja... Da brauchen wir jetzt, soweit ich weiß, wirklich die Steintafeln, die ich mal eingesammelt hat. Naja, die, wo mir noch eine fehlt, beziehungsweise die Reliquien aus den verschiedenen Häusern. Weil ohne die wird man es nicht, ohne zu wissen zumindest, wird man es nicht lebendbar rausschaffen. Aus dem Tempel. Ja, ja. Da fragt man sich nur, wo Raven das alles wusste. Ach nee, es fange ich nicht an, hier Kräuteroma zu spielen. Nee. Da fange ich jetzt nicht an, das alles aufzusammeln. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht, das mache ich jetzt nicht. Warte mal, ich habe noch 5 Lernpunkte. Ja, mit 5 Lernpunkten kann man jetzt auch nicht viel reisen mehr. Ach ja. Ist die Frage, ob ich mir einfach im Tempel, also im Canyon fehlt mir ja jetzt noch, die letzte Steintafel, aber dieser scheiß Feuerteufel, die ist nicht ganz ohne. Was ich da mache, wie ich das mache, keine Ahnung. Ich kann es ja nochmal versuchen. Das wird doch lustig. Geister-Turos, sagst du auch, das ist lustig. Das Problem mit dem Tor am Tempeleingang ist gelöst. Hat der Geist geredet? Jupp. Ja, das hat er. Du weißt also, wie du in den Tempel gelangst? Richtig. Und er hat mir auch verraten, was sich im Tempel befindet. Er sprach von einem mächtigen Schwert und den Kammern Adanos. Oh, mein Handy. Adanos, was sind wir doch für Narren? Wie konnten wir nur so arglos sein? Die Hinweise in den Aufzeichnungen. Es kann sich bei diesem Schwert nur um die Klaue Belias handeln. What? Wir müssen so schnell wie möglich die Kammern überwinden und die Waffe in unseren Besitz bringen. Ist das jetzt richtige Waffe? Was? Was ist die Klaue Belias? Was sind die Kammern Adanos? Es sind beide gute Fragen. Egal. Was sind die Kammern Adanos? Wir wissen jetzt, dass das Eingangstor nicht die einzige Hürde ist, um ins Innere des Tempels zu gelangen. Wie zu befürchten war. Im Tempel selbst gibt es 3 Kammern, die alle Eindringlinge aufhalten sollen. Die farbigen Reliquien der Erbauer sind der Schlüssel dazu. Nur wenn wir alle Reliquien beisammen haben und die Rätsel auf ihnen lösen, kommen wir ins Allerheiligste des Tempels. Ich weiß nicht, ob Raven die Rätsel des Tempels entschlüsseln konnte, aber falls dies der Fall ist, haben wir ein großes Problem. Oh ja, ich glaub's auch. Was ist die Klaue Belias? Sie ist die Inkarnation des Bösen. Belia selbst hat sie erschaffen. Jeder, der sie trägt, verfügt über ein schreckliches Werkzeug der Zerstörung. Je mächtiger sein Träger ist, desto gewaltiger ist die Macht der Klaue. Nur jemand, der stark im Geiste und standhaft in seinem Glauben ist, kann ihrem Bann widerstehen. Jetzt ist mir klar, warum die Erbauer dieses Tal abgeriegelt haben. Sie hatten diese Waffe des Übels in ihre Stadt gebracht und verfielen ihrem Bann. Diese überheblichen Trottel haben sich aus Habgier gegenseitig umgebracht. Die Grausamkeiten kannten kein Ende, bis Adanos Zorn über dieses Land fegte und alles im Meer versinken ließ. Wahrlich, die Schöpfer des Portals taten gut daran, diese Dinge vor dem Rest der Welt zu verbergen. Ah, toll. Welch ein tragisches Ende für so eine wunderbare Kultur. Erkennst du jetzt die Dringlichkeit unserer Mission? Raven ist ein starker Kämpfer und verblendet von seiner Gier nach Macht.
In seiner Hand wird die Klaue zu einem Instrument der Vernichtung. Er darf die Waffe nicht bekommen, sonst sind wir alle verloren. Puh. Krass. Adanos möge dich schützen. Krass, krass. Das hört sich scheiße an. Ach ja. Ja. Was tun wir jetzt? Was soll ich tun? Naja, gut. Ich versuch's trotzdem mal mit meiner besseren Rüstung jetzt den Feuerteufel herzuwerten. Oder mit Zaubern. Keine Ahnung. Irgendwie werde ich mir was einfallen lassen. Aber erstmal trainieren kann helfen. 5 Lernpunkte kann ich zwar nichts viel reißen. Da werde ich nur entweder ein bisschen besser Einhand oder ein bisschen mehr Stärke. Aber mehr bringt es auch nicht. Ach ja. Da. Okay, konnte mir noch was beibringen? Bones war doch zumindest der Typ für Zweihand und so. Hey. Geil, du warst doch. Gibt's sonst. Fragst du. Hey. Ja, unterrichte mich. Unterrichte mich. Achso, das hat ja jetzt auch. Na, super. Da kann ich ganze ein Lernpunkt dazu erhalten. Okay, das ist ein bisschen dürftig. Wir konnten mir jetzt den Rest beibringen. Brandon. Was konnte der mir... Stärke. Der konnte mir stärker. Genau. Ja, toll. Mit meinen 5 Lernpunkten kann ich echt gerade mal... toll. Toll. Warte. 3, 6, 9, 12, 15. Nein, ist das egal. Pff, ein Stärkepunkt. Das ist nix. Egal, was soll's. Gut, Junge. Das ist nix. Aber was soll's, was soll ich denn machen? Oder den Ring von Brandon hätte ich 69 Stärke morgens Ring. Einhand-Talent-Bonus 69%. Einhand-Talent-Bonus und. Ja, das ist was schlechter als meine 64 Stärke. Da war es ganz gut, dass ich erstmal stärke. Naja, die eine Stärke, das wird jetzt nicht viel bringen. Also zum Kotzen, was das jetzt viel braucht. Dam, da, dam. Du kannst mit deinem Level-Up eigentlich fast gar nichts mehr anfangen. Naja, was soll's? Was soll ich das da sagen? Das ist halt hier jetzt so. Das fand ich im 1er besser. Ich mag das nicht, wenn man Level Up hat und man kann nicht viel mehr damit anfangen. Ja, wofür hat man dann schon Level Up? Da lohnt es sich ja wirklich nur, 1, 2, 3 Level zu trainieren. Ja, alle 2 Level nachher. Zumindest jetzt im Moment. Ich glaube, das steigert sich noch einmal. Soweit ich weiß. Okay, mir fehlt halt noch eine Steintafel. Die brauchen wir jetzt irgendwie noch. Die muss man irgendwie... War ich da drin schon? Ja. Muss ich noch irgendwie beschaffen. Oder ich schaue einfach wieder im Internet nach. Und da steht ja dann einfach, was auf den Steintafeln steht oder wie... Naja, okay, man kann nicht automatisch... Man muss sich noch was bei denken, wenn man die Steintafeln liest. Was das jetzt heißt für die Falle und so. Ja, ich habe noch gar nicht gelesen. Was steht denn zum Beispiel auf der hier? Die dritte Falle wurde von Quahotron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Sind das die Worte? Das ist die Frage. Wir, die letzten 3 Anführer des Rates der 5, haben die Kammern des Tempels mit Fallen versehen und den Eingang versteckt, auf dem das Schwert nie wieder Tageslicht erblicke.
Ja, das bringt einem auch nicht weiter. Ja, wo sind meine ganzen anderen Tafeln? Hä? Ach, sehr schön. Warum habe ich zum Teufel nur zwei Tafeln? Ja, man gibt irgendwie... Rot ist klar. Wo hat man die anderen nochmal hingemacht? Wo habe ich die hingemacht? Ich überlege gerade, hat man die irgendwo abgegeben? Hat man den... Saturs? Egal. Ich kann ja speichern, wenn ich ein Tempel Adonis bin und notfalls... Ja, auch immer noch lesen. Oh, leichte Orkax habe ich da übersehen. Wie kommt das denn? Wie kann das denn passieren? Einen Feuerteufel habe ich ja schon besiegt in deiner Höhle. Da habe ich den einfach in eine Mauer gedrängt. Nur die Frage ist, da war ja auch ein Steinwächter. Ich meine, der Steinwächter ist auch gleich gekommen. Hä? Wo ist denn der Feuerteufel? Was zum Teufel? Wo ist denn der Feuerteufel hin? Ich speichere auf jeden Fall mal ab. Ich habe nämlich noch nicht abgespeichert. Und ich will das nicht alles nochmal machen müssen. Hä? Wo ist denn der Feuerteufel? Was zum... Hier hat doch immer ein Feuerteufel hier vorne gelegen. Wo sind der hin? Der habe ich nicht besiegt, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Jetzt weiß ich nicht, auf der linken oder der rechten Kammer es war. Die Steintafel. Egal. Ich will ja eigentlich beide machen, wenn ich schon hier bin. Naja, das wird lustig. Alter, zwei Steinwächter. Einer würde doch erstmal reichen. Dagegen zwei habe ich keine Chance. Komm, putt. Raus mit euch. Nein, sie sind beide drin ineinander. Hua. Hua. Nein. Hua. Nein. Hä? Wer klingelt denn da? Das ist jetzt unpraktisch. Ich muss mal gerade gucken, wer da klingelt. Ich bin gleich zurück. Okay, da bin ich wieder. Boah, völlig erschöpft. Und es war Fallschalarm. Na, das sind... Da hat schon jemand so kleine Kids, würde ich mal behaupten, haben da wieder Klingelstreich gemacht. Naja, wer hat das früher denn nicht gemacht? Die ziehen mir echt nicht mehr so viel ab. Und wenn ich so ausfalsche? Oh, die sind keine Gegner mehr für mich. Ich meine, die packe ich mittlerweile. Auch mit ein bisschen Ausfalschen. Klappt das ganz gut. Oh, ich bin positiv überrascht. Mit der neuen Rüstung hier. So. Bisschen Trank trinken. Ein bisschen Fleisch. Dann bin ich doch wieder gestärkt. Naja, bald ist der Part rum. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe natürlich meine Eile nicht die Uhr gestoppt. Also, die ist weitergelaufen. Das weiß ich nicht, wie viel Zeit ich vergeudet habe mit den Kids da unten. Mann. Aber es hat eindeutig geklingelt, das weiß ich hundertprozentig. Ah, was soll's. Ich bin da nicht nachtragend und mir macht das sowas nichts aus. Ich speichere nochmal hier. Ich meine, früher habe ich auch sowas getan. Aus Langeweile noch. Da kannte ich noch keine Videospiele. Feuerteufel? Ist hier noch ein Wächter irgendwo? Ja, ist es. Nein, der Feuerteufel kommt auch. Ja, nee, ist klar. Und cool. Nicht beide gleichzeitig. Also, ich Feuerteufel bin ich froh. Wenn ich oh, scheiße, ja, schneller als ich. Nein, gut, dass ich abgespeichert habe.
Alter! Leck mich am Arsch, leck mich fett! Was tun die da? Ich versuche jetzt nur einen anzulocken. Was tun die da zum Teufel? Hallo? Ah, der Steinwäscher hat mich gesehen. Alles klar. Was macht denn der Feuerteufel da jetzt? So, jetzt schnell heilen. Ist er noch da oben? Der findet irgendwie keinen Rückweg. LOL. Ja, kann ruhig rumspringen. Dann kriege ich ihn vielleicht gleich. Ah, scheiße, jetzt ist er weg, glaube ich. Den Feuerteufel will ich noch machen. Dann beende ich meinen Part. Scheiße, er ist weg. Tatsächlich. Mist. Ist die Frage nur, wohin? Doch, da drin wieder. Okay. No risk, no fun. Auf ins Verderben. Nein, da ist noch ein Steinwächter. Lass mich verarschen. Ich bin so gut wie am Arsch, wenn ich den... Nein! Ich bin tot. So gut wie... Scheiße! Warum ist da noch ein Steinwächter? Verfick die... Scheiße. Ne, das ist ein bisschen blöd. Das ist zu risky, ne? Ich muss versuchen, nur einen anzulocken. Wenn ich den Feuerteufel zum Beispiel so an der Wand habe, dann mache ich ja immer noch kaum Damage. Dann... warum ist die Tür wieder zu? Öffnen dich. Dann kann ich den packen, so an der Wand. Aber gemeinsam mit einem scheiß Steinwächter ist das ziemlich... Ja, scheiße. Ja, jetzt habe ich ihn. Nein, nicht. Du bleibst schön an der Wand. Ich werde dich vernichten. Alter, wie ich den kaum Schaden mache. Ey, der ist auch ein durch und durch ein Magiewesen. Wie soll man den auch gescheit mit... Boah, gibt auch 300 Erfahrung. Und ich brauche dringend Heilung wieder. Okay. Noch der Steinwächter. Dann habe ich hier schon mal alles... Ach, überziehe ich halt heute was. Scheiß drauf. Oh. Und tschüss. Wunderbar. Hat er noch was? Ich glaube es nicht. Da ist nichts zu. Nö, da hat nichts. Hier sind noch ein paar schöne Sachen. Tränke. Tränke. Spruchrolle. Pult. Kann ich das lesen? Mittlerweile müsste ich das lesen können. Denn nur den Totenwäschern war es möglich, die Ahnen zu rufen. Ah, in so Steintafeln fällt mir das zum Beispiel raus. Ihr Abwesenheit schmerzt tief. Ohne den Rat der Ahnen sind wir der Willkür unseres Volkes ausgeliefert. Die Heiler wurden entsandt, das Portal zu versiegeln und den Schlüssel zu vernichten. Doch, die Heiler. Eigentlich müsste man das wissen können. Oder nur Adonis weiß, was mit ihnen geschah und ob sie ihr Ziel jemals erreichten. Achso, man weiß nicht hundertprozentig, ob sie es dann geschafft haben im Portal. Ob dies waren. Die Kriegerrasse ist vernichtet durch den Zorn Adonis. Das Herz des alten Kriegerfürsten ist gebrochen. Nur die verbliebenen Priester schüren noch die Hoffnung und predigen unablässig vor der Wiederauferstehung unserer einst so prächtigen Stadt. Doch wir, die Gelehrten, kennen die bittere Wahrheit. Jagendar ist gefallen und wir in Sturm der Zeit vergehen. Strom der Zeit. Ist das der Gelehrten hier nicht? Das ist ja die Bibliothek, so hieß es doch immer. Und da haben wir noch eine Steintafel. Wunderbar, schön. So, Feuerkraut, meins.
Gelbe Steintafel. Ja, da haben wir es doch. Die letzte Reliquie. Oh, nochmal unter der Fang. Radames war auf immer eingeschlossen im Tempel Adenas. Doch die Macht des Schwertes war nicht gebrochen. Sein Einfluss war schon zu groß geworden. Das Morden in den Straßen wird nicht enden. Adenas Zorn war es, der alles beendete. Das Meer erhob sich über Jakinda und überflutete die ganze Stadt. Nur noch die höher gelegenen Tempel und Bauwerke waren nahezu unangetastet geblieben. Die wenigen, die diese Katastrophe überlebten, hatten nunmehr nicht mehr die Kraft, die Stadt wieder aufzubauen. Und so war das Schicksal von Jakinda besiegelt. Boah, alle Hoffnung verloren. Man sollte doch die Hoffnung niemals aufgeben. Hätten es doch weitermachen können. Nur nicht mal die Fehler der Vergangenheit aus den Fehlern lernen. Naja, warum immer gleich, wenn irgendwas untergeht, naja, das ist auch eine Geschichte. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn es wird selten was wieder aufgebaut. Wenn immer was zerstört ist, bleibt es zerstört. Ja, es gibt Gegenbeispiele, aber oft bleibt es dann zerstört. Naja, gut. Also, da haben wir die gelbe Steintafel. Aber wo habe ich die anderen Steintafeln? Was zum Teufel? Egal. Ich, der sich gegen den Entschluss der drei gestellt hatte, erbaute die erste Falle. Und nur ich kenne die richtige Pforte. Ja, toll. Und was soll das einem helfen? Na, er kennt ja. Toll. Und ich weiß trotzdem nicht. Naja, gut. Aber ich habe jetzt schon lang genug aufgenommen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.